Hallo Jungs, heute reden wir über, ich übersetze jetzt das Chinesisch, den Traxxas heiße Straße. Den Hot Rod ist hier, den 33er von Traxxas auf Fortec 3 oder 4.0 Chassis. Jetzt, dass ich das nicht falsch erzähle hier. Das ist zwar nicht schlimm, das darf ich, weil ich kein Profi bin. Das ist das Schöne daran. Der 3.0 gibt es in Rot, gibt es in Blau bis jetzt. Ist derselbe Chassis natürlich aus als der Corvette Stingray, der es Blau, Rot, Grau und Dunkelgrau gibt und eventuell noch mehr in der Zwischenzeit. Ist auch die Brushed-Version. Hier haben wir auch die Brushed-Version, also Kohlemotor. Kohlemotor hat natürlich Brushes reingepumpt. Die Kohle-Version kostet um die 350. Ist viel doch für 9 zu 10er, finde ich. Aber die Brushes-Version ist... Also für die Brushes-Version, in dem bekommst du ein 1 zu 8er GT. Macht mir ein bisschen weh. Ich habe aber das Maß gern. Ich habe ja hier eine kleine Piste, weil das sehr schön hinpasst. Ganz einfach. Für den 1 zu 8er ist es zu knapp. Wir haben zu viel Leistung. Ich habe keine Lust, mit den 1 zu 8er GTs langsamer fahren. Brush-Version kann ich easy, ich habe ja genügend Brushes Material hier zum Reinmachen. Natürlich kriegst du nicht die TQI-Funke mit dem Bluetooth, aber das alles interessiert mich ja nicht. Ich will ja nur lenken und Gas geben. Bremsen, das war's. Wir haben dasselbe Raddurchmesser hier, also Reifen. Andere Felgen aber. Auf der Corvette haben wir auch das Offset, aber in der Radnabe drin, das siehst du nicht. Hier haben sie es gemacht, damit es natürlich geil aussieht. Guck mal, wie schön das aussieht. Also ich mag das, ist klar. Das Auto wird trotzdem, es ist ein seltener Radstand, da wir aber keine lange Motor haben mit der Stoßstange, kein Heckteil, ist hier natürlich das Auto vom Aussehen her viel, viel kleiner. Du hast gerade das Gefühl, dass das Auto länger, also selbst dass der Radstand länger ist, aber nie. Das ist nicht so, es ist nur die Karo, die das ausmacht. Der hier habe ich jetzt ein bisschen raufgesetzt. Stört trotzdem nicht von der Optik her. Nicht so brutal. Weil auf der Straße fahre, also hast du vielmals kleine Steinchen und so. Und aus der Schachtel ist er so tief, der kommt überall an, ist langweilig. Der hier ist aus der Schachtel höher. Und das ist der Riesenunterschied, die Dämpfung. Hier haben sie eine Dämpfung gespart, ganz einfach. Der Trick ist easy. Ist aber erfolgreich und es funktioniert und wir brauchen ja nicht so riesige Dämpfung. Die Autos sind leicht auf Piste, musst ja nur ein bisschen auspendeln. In der Kurvelage, ein bisschen holper auf der Straße, das war's. Und sieht auch besser aus von vorne, weil du ja die Stoßdämpfer vorne, guck mal, die siehst du ja hier. Die haben auch Frontgitter gemacht aus Kunststoff, die Lampen mit LEDs drin, die Rückspiegel. Hinten auch haben wir zwei kleine Lampen mit LEDs drin, gegenüber dem Stingray, wo kein Licht drin ist. Aber wieder mal, ich habe immer Mühe damit, wenn Hersteller Scale was macht, aber die Hälfte vergisst, wo sind die Türgriffen? Wenn schon, denn schon. Ist halt so. Ich mag diesen Style. Ich habe jetzt zwei, wir sind drei zu Hause. Ich warte jetzt natürlich noch auf den Red Road, ist klar, der kommt aber erst Januar, da bekommen erstmal die Amerikaner. Aber ja, ich möchte auch den Red Road, so habe ich drei Stück, wir sind zu dritt. Natürlich wäre jetzt das genügend, wenn alle drei mit Kohle fahren, aber ich habe es probiert mit Kohle. 35? Mit der Speed Drittel 40, 45, aber kein Dampf, das Ding geht nicht ab. Du hast kein Gefühl, du kannst ihn nicht abfangen. Es ist die Bremse ist langweilig. Also kriegt er auch ein Brushless. Natürlich nichts Überragendes. Ich habe jetzt ein Sensor-Kombo da mit 17 Turn. Aber kann 4S. Also wieso nicht? 17 Turn und 4S reinpumpen. Damit haben wir super sanftes Anfahren. Das ist ein Sensor-Kombo. Und mit 4S dann trotzdem eine coole Laufzeit. Und da kannst du 4S 2000 reinmachen oder so. Brauchst nicht viel. Ist jetzt nur, weil ich das hier habe. Ich habe auch natürlich übertrieben. Also das
eventuell machst das hinter. Das geht wahrscheinlich besser in die Krevette. Ein 4600 kV mit Quick Dry 120 Spiel ist vielleicht im Corvette besser unterwegs. Mal sehen, kommt auf an, welcher ich fahre. Ich habe jetzt den lieber als der Corvette. Mal gucken, was ich da am liebsten habe zum Fahren. Weil meiner kriegt natürlich mehr Leistung. Ist ganz normal. Die Reifen. Ich konnte bis jetzt immer noch nicht die Autos fahren wegen dem Wetter. Mich stört es nicht, dass es kalt ist oder die Fahrbahn nass. Aber es ist wirklich, also jetzt es regnet andauernd, wenn ich Zeit habe zum Fahren. Und dann ist ja natürlich nicht lustig, für mal zu sehen, was die Gummi machen können. Die fühlen sich gut an, das gefällt mir. Gerade weil es ein Einzelmaß ist, muss das was sein. Sonst ist es schnell langweilig. Karosserie hat zwei Pin hinten und vorne Schnellverschluss. Natürlich ist der Platz knapp, um wie auf der Krevette, dass alles unsichtbar ist. Hier ist es natürlich nicht so sichtbar. Aber ich sage jetzt mal, dass etwas hätte gemacht können werden trotzdem, damit wir wirklich keinen Bodyclips haben. Gegenüber eRevo, X-Max, Max etc. ist die Karo nicht zum hinten rausziehen, sondern nach vorne. Denk daran. Und dann aufpassen, du hast ein Kabel dran, weil die LEDs sind drin. Frontgittel ist, weil ja keine Stoßstange dran ist, relativ hart gemacht, ist gut gedacht. Wenn du aufprellst, drückt es sofort hier an die Nase, also zerquetscht du normalerweise nicht so schnell deine Front. Sollte auch nicht passieren. Die haben sogar Schaumstoff reingemacht, damit es nicht überall streift hier drin. Das ist auch cool. Die Verkabelung ist auch sauber montiert, siehst du. Geklebt und nicht nur einfach drin gewurstelt. Oder nur mit Klebband, wenn man es vielmals sieht. Wie gesagt, ist Vortec 3.0. Ich habe ja das ganze Video vom Corvette mit zerlegen, mit allem drum und dran. Also wenn du wissen willst, was hier drin ist und wie du dazu kommst, ist alles in den Videos von der Krevette 3.0. Wie gesagt, selbe Räder, vorne schmäler als hinten. Offset ist einfach anders gemacht, aber dort haben wir auch den ewigen Traxxas Servo. Mit Kunststoffritzel, aber mit den grauen Ritzel natürlich hier reicht der Servo. Hier drin ist es okay, da bringst du ihn nicht kaputt. Servo Saver hast du hier. Lass es mal zu weich am Anfang, lieber als zu hart. XL5 Regler mit all seinem Modus. Ist schade, dass sie nicht hier den XL5 HW reingepumpt haben. Ich finde jetzt, dass eventuell ein 15 oder 17 Turn Motor, der 3 es kann, wäre für mich hier drin eine bessere. Sie haben ja schon den ESC, der 3 es kann, also hätte ich das hier lieber gehabt. Also sogar ein 12 Turn, der 3 es kann. Es gibt Brush Motor, die das können. Es gibt Brush Motor bis 4, 5, 6, 8, das ist kein Problem. Das gibt's alles. Aber der hier kann kein 3 es, passt auf. Und der Regler stoppt auch, wenn du 3 es raufsteckst. Normalerweise sagt er nein. Wie immer kannst du einstellen mit oder ohne Rückwärtsgang, 50-50, also nur 50% Leistung für einen Anfänger oder einen Junior, kann ich verstehen. Stoßdämpferbrücken wurden anders gemacht als auf der Krevette und dann senkrecht 4 1:16er Stoßdämpfer. Weit haben sie nicht gegreift in der Kiste bei Traxxas, weil die sind ja schlau. Vorne ist die Dämpfung sehr weich, finde es zu weich. Ich habe auch ein bisschen Luft hier in den Dämpfer. Habe ich nicht gern. Am Heck aber ist sie schön gemacht. Da bin ich zufrieden. Sehr weich nach vorne auf und mache Herd aus Öl vorne rein. Ich fahre lieber mit Herd Front. Das ist so, das ist jeder seine Sache. Die Diffs haben vorne und hinten dasselbe Öl drin. Das lassen wir mal. Auch auf der Krevette haben sie auch gelassen. Um die Probefahrt zu machen. Probefahrt machen wir nicht mit Brushed. Ich habe es probiert, ich schwöre Jungs, ich bin raus. Habe kurz mal nur auf der Straße Gas gegeben. Ich bin nur hin und zurück gefahren und bin wieder nach Hause. Ich dachte, das darf nicht sein. Natürlich ist es ein Scale-Auto für Liebehaber, aber
mit dem stolzen Preis. Es ist selbst für einen Kohlenmotor langsam. Also ich mag es nicht. Ich mache auf jeden Fall in Brushes rein. Also wieso habe ich nicht sofort Brushes genommen? Wegen dem Aufpreis. Der Preisunterschied zwischen dem Brushlet und Brushed ist riesig. Und es ist viel teurer als selber umbauen. Und wie gesagt, mir ist egal, ob die Funke AVC und Bluetooth hat. Kein null Interesse. Einfach. Meine Funke muss weit reichen. Ich muss keine Lenken, Bremsen, Gas geben und das war's. Natürlich ist es kein Wettbewerbsauto. Du hast nicht viel Einstellungen am Fahrwerk zu machen. Du kannst natürlich nachrüsten mit einstellbaren Gewinnstangen für Lenkung und das ganze Ding. Aber ich baue es jetzt als Brushes um, aber trotzdem nicht, dass es Raketen werden. Ein guter 60er will ich da drauf haben, nicht mehr. Das reicht überaus für unsere Piste, die wir haben, damit sie nicht langweilig wird. Weil wir haben es probiert, eine Tamiya Eurocup Setup gemacht. 50 km/h für 1:10, die am Schluss mit alle Optionen 300 Euro und was kosten, damit sie den Eurocup gerecht sind. Also der französische Regelung 50. Ich kann das verstehen, in Raum, innen, okay. Aber wir waren da auf eine kleine 1:8er Piste, eine gute 1:10er Piste für mich. Für die heutige Bedingungen, mit der Leistung, die die Autos haben und sowas von langweilig. Du kommst also Kurve, Vollgas, Abgas, Vollgas, Abgas, Vollgas, Abgas, machst nur das und die Piste ist voll langweilig. Du hast also wirklich nix. Und der fährt hier genauso aus der Schachtel. Das ist ein bisschen schade. Du hast keinen Pfupf beim Gas geben. Du hast keinen Biss an der Bremse. Aus der Kurve einfach nur wieder voll durchdrucken. Nee. Ich hab's gern, wenn es ein bisschen schwieriger ist. Die von euch, die neue Reifen eben schon mehr probiert haben, sagt mir, wie ist es mit Laufleistung? Seid ihr zufrieden mit dem Grip? Antrieb ist klar, der kann nicht sterben. Der Antrieb da drin ist für mein Slash 4x4, also die Diffs und alles, und das geht nicht kaputt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das zum Ende bringst. Also kannst du locker ein Jahr fahren, ohne irgendwas zu schrauben da drin, selbst mit dem Brushless. Ich freue mich auf die Probefahrt, das Auto sieht super geil aus. Es ist schön. Ich mag es. Ihr wisst natürlich, dass ich das als 1:8er möchte. Das war so was Schönes in 1:8er. Leider, aber ist es so, dass die Scales Auto vielmals 1:10er sind. Auch wenn sie jetzt ein bisschen größer geworden sind, zum Glück. Ist auch so, weil viele Scale-Fahrer haben ja mehrere davon. Kann ich auch verstehen. Platzmäßig, wenn es 1:8er wären, wenn du 10 davon hast, ist Zimmer voll. Mit 1:10er kannst du 50 lagern. Kann ich auch verstehen. Es muss ja für jeden was da sein. Und ja, ich finde ihn super toll. Ich mag die Farbe, ob es jetzt der blaue oder der rote ist. Und obwohl ich natürlich nicht mit dem Preis zufrieden bin, ist es so. Wenn man was mag und man will sich es gönnen, dann macht man das Nötige, um ihn zu haben und kauft ihn trotzdem. Deswegen sind so viele Autos hier. Jungs, ich freue mich auf jeden Kommentar von euch, ob ihr einer habt oder nicht. Meldet euch. Macht's gut, Jungs. Bis bald.